Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist die Debatte in Deutschland, welche Waffen geliefert werden, ob Waffen geliefert werden. Und bisher hieß es immer, schwere Waffen wie Panzer oder auch Kriegsschiffe kommen nicht in Frage. Diese Debatte ist aber durch die Gräueltaten jetzt wieder im vollen Gange. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ist das das Bild der rot lackierten Fingernägel einer ermordeten Frau? Ist das der Schlüsselbund mit Europafahne neben der Hand eines weiteren ermordeten Zivilisten? Oder ist es doch die laut tönende Sprachlosigkeit Präsident Zelenskys in Butscha, die uns ebenso fassungs- wie sprachlos macht? Es sind Blicke auf schwerste Menschenrechtsverletzungen und schlimmste Kriegsverbrechen, die uns aus der Ukraine erreichen. Und nicht nur sie zeigen. Es geht bei diesem Angriffskrieg von Putin und seinen Schergen um die systematische Zerstörung eines ganzen Volkes, einer freiheitlichen Nation. Hier ist ein Kriegsverbrecher am Werk, der keine Grenzen mehr kennt. Aber sehen wir solche Bilder wirklich zum ersten Mal? Nur 45 Kilometer von Butscha entfernt liegt auch Babyn Yar. 1941 ermordete hier die SS tausende jüdische Männer und Frauen und Kinder. Vor genau 30 Jahren nachher kommt die Debatte noch in diesem Haus, begann die Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Was folgte, war das schreckliche Sterben von Srebrenica. Haben wir das noch alles in Erinnerung? Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, gilt doch heute umso mehr. Die Situation in der Ukraine ist fundamental und historisch. Der Ausgang dieses Krieges hat vor allem Auswirkungen für die Menschen dort, aber auch für unsere eigene Zukunft. EU, NATO und weite Teile der Staatengemeinschaft stehen zusammen. Ein Sanktionspaket folgt dem nächsten. Und ja, Frau Lambrecht, es gilt, kein eigenes militärisches Einschreiten, um einen noch größeren Weltenbrand zu verhindern. Aber dann müssen wir doch diejenigen, die am Ende auch unsere Freiheit verteidigen, und das ist wörtlich zu nehmen, in die Lage umfassend versetzen, dies tun zu können. Auch unser Land tut vieles, sicher. Allein die Hilfsbereitschaft unzähliger Menschen in diesem Land ist unschätzbar. Aber ich stelle dennoch die Frage, kann diese Bundesregierung mit ruhigem Gewissen sagen, wir tun wirklich alles, um Putin zu stoppen? Muss man nicht viel mehr sagen? Von Anfang an stand der Eindruck im Raum, Deutschland reagiert mehr, als es agiert. Und das oft auch nur aus Druck von außen, zumeist auf den letzten Metern bis heute. Die Regierung hat beschlossen, Waffen zu liefern, so der Bundeskanzler vor wenigen Minuten an anderer Stelle noch hier in diesem Hause. Das ist gut. Aber Herr Bundeskanzler, zur Wahrheit gehört doch aus, dass wir es erst getan haben, als alle anderen Partner bereits ihre Waffen auf den Weg gebracht hatten. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wir liefern zu wenig, zu langsam und zu spät. Kolleginnen und Kollegen, die weitere Entwicklung in diesem Krieg werden schneller sein, als wir es heute erwarten. Das ahnen wir doch jetzt schon. Auch beim Thema Energie. Ist dieses Land, ist diese Regierung darauf vorbereitet? Deshalb liefern Sie umgehend die Waffen, die die Ukraine jetzt benötigt und nicht, die Sie gegebenenfalls selbst für sinnvoll halten. Es ist möglich. Vor allem setzen Sie sich bei allen Sanktionen an die Spitze der Bewegung. Das ist keine Hybris. Es wird von uns erwartet. Aktuell prüfen Sie ein eigenes Gesetz, ob Sie es machen müssen, um Rechtssicherheit zu bekommen bei der Umsetzung der Sanktionen. Okay, aber Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der Zwischenzeit das fünfte Sanktionspaket. Und jetzt fängt Deutschland an zu prüfen, ob wir diese überhaupt rechtssicher umsetzen können. Kein Wunder, dass Sie Fragen gestellt bekommen hier aus diesem Hause bezüglich der Vermögenswerte und wie viel Sie davon schon einfrieren konnten. Der Ukraine hingegen, der läuft die Zeit davon. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Darüber sind wir uns hier alle einig. Aber dann,
übernehmen Sie sichtbar Verantwortung und Führung in Deutschland, in Europa, in der Gemeinschaft unserer Partner. Vielen Dank. Patricia Lips fordert hier zur Eile auf. Nächster Redner ist Jürgen Trittin.